Heute schauen wir an, wie man eine Eisschraube schärft. Für das verwende ich so eine Halbrundfeile, wo eine Seite flach ist und die andere Seite angerundet. Das hat den Vorteil, durch die scharfe Kante komme ich sehr tief runter und kann so wieder die Schraube optimal schleifen. Wichtig ist eigentlich, dass man am Anfang, wenn man die Eisschraube hat und sie schärfen will, mal anschaut, wo sind überhaupt die braunen. Wir schleifen vor allem die braunen weg, dass das Eis wieder flüssig geschnitten wird. Wenn ich die braunen gesehen habe, die entstehen eigentlich auch immer hier bei der Spitze, dann kann ich die Schraube am besten an eine Holzkante in ein Eck drücken und dann wieder mit den Fielen so schön anschlagen. Wichtig ist, dass man nicht hier vorne die Kante verletzt und den gleichen Winkel annimmt, wie es vorher hat. Ich mache zuerst die stehenden Schleifen und ganz am Schluss schaue ich, wie viel Brauen das über die Kante noch hat. Und dann tue ich ganz am Schluss noch die mit zwei, drei weniger Schliff abnützen. Für das ist wichtig, auch die Fielen sollten nicht zu rauch sein, sondern wirklich feine Fielen verwenden. Genau. Wenn man es richtig macht, ein bisschen das Gefühl dafür hat und sich Zeit lässt, hauen die Eisschrauben wieder super und können lang verwendet werden.